Hey Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Let's Play Alice09. Und zwar, das heißt, oh Mann, was ich schon mal gesagt habe, was mich total aufregt in diesem Spiel ist, mein Hänger ist wieder leer. Ich hab's sonst gebrechen. Richtig geil. Ja, egal. Trotzdem ist das sehr scheiße. Richtig scheiße. Na gut, ich werde auf jeden Fall einen Traktor kaufen. Auf jeden Fall. Da wird alles geben. Weizenpreis ist wieder stabil geworden. Der fliegt. Wir kriegen ja nicht mehr viel raus. Das ist ja sehr aufregend. Mit 42% Hänger drin. 42%. Und jetzt ist alles wieder weg. Das deckt so auf. Naja, viel Schlimmeres. So. Nur 21% drauf. Toll. Echt geil. Sauber. Ja, tust du. Oder auch nicht. Oh, voll Idiot, Alter. Das regt langsam so auf mit diesem Scheißhelfer. So dumm für alles. Wie viel kann man denn verkaufen, den hier? Das regt langsam echt auf. 15.000. Okay, noch ein bisschen Geld nennen. Neuer Traktor. Auf jeden Fall. Scheiße, ich will erstmal auf die Spritze, weil das geht nicht so weit. Jetzt müssen wir U-Bahn. Müssen wir das wegfahren. Wo ist denn der höchste Preis? Der höchste Preis ist Brauerei Mühle, ich muss die Mühle. Wir hatten jetzt schon eigentlich 60%. 62%. Nein, der Hänger musst du natürlich löschen. Voller Scheiße. Löschen hinten weiter dreschen. Aber vorher müssen wir das düngen. So. Auf zur Mühle. Ach ja. Oh, da ist auch noch ein Rapsfeld. Oh, perfekt. Ich fahr direkt dahin. Und vergessen, wir haben nicht diese drei Felder, die gepflanzt waren. Ich fahr direkt da weiter. Also kriegen wir doch noch unseren schönen Fan zusammen. Das wird schön. Ja. Weil die Rapspreise sind nämlich... Entschuldigung.
unten gegangen, aber trotzdem, meine Mühle ist noch relativ hoch. Sehr hoch zu hören, deswegen. Scheiße. Ja. Düngespritze. Eben schnell holen. Rapsfett eben schnell düngen und dann brechen, weil... Sonst ist das scheiße. Halt, können wir auch schon gleich wieder dreschen. Läuft wie am Schnürchen jetzt. Das, was ein großes Feld ist. Wow. Schau, kommen wir hier durch? Nein. Oh, scheiße. Wisst ihr, was wir verkaufen? Wir verkaufen die Düngespritze. Wo sind die hier? Kaufen uns halt eine größere jetzt. Verkaufen. Kaufen. Wow. Haben wir schon eine größere Düngespritze. Einfach jetzt mal querfeld einfahren. Wir müssen etwas schnell gehen jetzt. Entschuldigung. Was muss das mal sein? 209. Er ist Schmalspur. Fahre ich richtig? Jo. Dann ist auch noch ein Weizenfeld. Das ist auch nochmal schön. Das halten wir erstmal da hinten fest. Weizen, das müsste Weizen sein, von der Textur so her. Vielleicht ist da schon ein Leuchtturm da. Weiten fällt ein Schiff hinter dem Berg. So, schon eine Wiese hier. Da hinten ist auch noch ein großer Berg. Weiten fällt auch ein Schiff. So, da hinten ist schon unsere neue Düngespritze. Womit alles viel schneller gehen wird. Abstellen. So, perfekt. Mal die Arbeitsplatte nachgucken, wie breit die ist. Ja, das ist schon ordentlich dann. Passt ja. Sieht so unnormal aus mit dem Gras da beim Vorbeifahren. So, querfeld ein, schnell nach da hinten wieder, bevor Scheiß wieder losgeht mit dem Scheiß Preisen. Oh, Gerste, oh, auf 3000. Wisst ihr was? Wieso Rapsen zu berechnen, wenn wir ein Gerste auf 3000 gegangen ist? Wir haben halt die Gerste. Was zwar noch gewachsen ist, aber wir können nicht ein bisschen vorrechnen. Ich muss schon mal hinfahren. So. Du bist fertig, das ist gut. Sehr gut. Das Weizen gefehlt, das ist das Gerste. Okay, das läuft jetzt gleich richtig. Man fängt schon mal leicht an, schon zu rechnen. Ich bin da drin gespritzt, ne? So, Helfer.
Das ist mal so unnötig. Fährst du gerade da hinten? Schon mal ausklappen. Soll ja schnell gehen. Und auch mal kaufen, also auch die große Selbstverspritze können. Und zwar jetzt schon kaufen, aber es lohnt sich nicht für 30.000 so eine große Spritze zu kaufen. Das ist gar nicht rentabel. Nämlich wirklich nicht rentabel. So, perfekt. Ist schon viel Ertrag. Durch das Ding noch dazu. Wie gesagt, Leute, ich empfehle euch wirklich mal das Spiel zu spielen. Den alten Alice 09. Weil der kostet wirklich nicht mehr viel. So. ...25 km/h düngen. Das läuft schon. Das wächst auch schon. Das ist super. Das wäre hier rechts, ist das auch schon fertig gewachsen, das Feld hier. Das ist schon voll, das müssen wir uns beeilen. Deswegen setzen wir gleich weiter, fahren erstmal schnell hier das Weizen weg. Vielleicht hätte ich jetzt auch in die Silos reinfahren können, aber wir brauchen Geld, 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 Geld. Den soll ich mir Grund umzudrehen, da nehme ich lieber als Geld. Jetzt in die Silos reinzufahren. So. So. So, das fände ich ja schön schnell. Sehr schnell. Ich meine, der Fan 939, also 939 Vario Black Beauty fährt euch 60. Das meine ich schon. Das Weizenfeld kann euch auch noch düngen. Wir haben ja schon einen neuen Traktor, das wird, darauf freuen wir uns natürlich schon. Unseren neuen Fendt. Und weiter geht's. Wird ja schnell voll, der Drescher. Sehr schnell voll. So, jetzt wieder hier rum. Da ist ein Dadüng. Nein, was machst du denn da für eine Scheiße? Oh. Fahr einmal ordentlich, bitte. Nein, meine Bienen. So, hier kurz wegfahren, da Leuten, die ich dreschen kann. Und weiter düngen. So. Also wir kaufen uns echt bald die Düngespritze, also die große. Aber erst, wenn wir einen neuen Drescher haben. Das ist auch rentabel dann. Ich weiß nicht, ob wir uns direkt einen größeren Drescher kaufen sollten, oder den, also nur einen leicht größeren oder den größten.
Crash du mal weiter da. Und das Spiel läuft. Läuft ja echt perfekt. Preise sind perfekt nach oben gegangen. So. Und es ist schon weiter. Perfekt. Das ist so scheiße gesät, ne? Sowas mit Scheiße. Unser Fan muss bei mir betankt werden. Was macht nichts? So. Mal nach unten fahren. Wenn er gleich mal voll ist, haben wir noch was im Gerstenlager. Ja, 3000. Wenn er mal voll ist, machen wir den Hänger komplett voll, verkaufen es. So. Nimmt der alte Schrott, das alte Klapperteil, Schrottteil weg. Deswegen muss er doch gleich anfangen zu sehen. So. Let's go. Wow. Wie die immer hier fliegen, das ist so extrem. Ja, dann verkaufen wir es direkt. So. Ersten Lager ist da drüben. So. Let's go. Mit einem fast vollen Hänger. Und sicher eine Menge Geld. War das richtig? In der Brauerei. Okay, kurz übers Feld fahren. Das ist ja unser Grundstück. So. Das Dorf ist auch so belebt, ne? Muss ich echt sagen, hier sind so viele Häuser. Na, komm. Und wir haben uns einen neuen Traktor gekauft. Und können uns den jetzt kaufen. Perfekt. Wir sind jetzt hier. Den hier kaufen. Das werden wir auch machen. Können wir auch schon alles kaufen. Aber wir kaufen es bei einem größeren Traktor jetzt schon mal. Wir kaufen unseren alten Schrotter jetzt hier. Um den Fan 614 zu kaufen. Perfekt. Fahren zum Hof zurück.
schnell und holen uns dann unseren Fendt ab, unseren neuen. Wo ist noch 60.000? Dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie viel neuer Wäscher kostet. Und dann werden wir noch einen neuen Wäscher haben, größere Sämaschine. Danach müsste es nach dem Wäscher eine neue Spritzmaschine, also 30.000. Den große. Und dann holen wir uns die großen Horsch-Sachen auf jeden Fall. Aber was alles in der nächsten Folge dann. So. Unser neues Fans. Wir fahren mal in der nächsten Folge dann zum Hof. Dann sage ich mal Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Lecker Miss Place.